Hey ho, meine Lieben, nachdem ja letztens der McAllister gemeint hat, er muss hier die einfachen Chicken Burger machen, habe ich mir gedacht, die hole ich mir jetzt auch einmal und schau, dass ich die vielleicht im Opti-Grill machen kann. Und das werde ich jetzt einfach ausprobieren. Aber die Soße hier nehmen wir auch dazu, oder? Ja, ganz genau. Hallo. Bernd. Ich bin der Bernd von Smoking Beast Barbecue. Und genau das machen wir jetzt. Einfach was Schnelles, Einfaches zum Mampfen. Drüben in der kleinen? Feinen Küche. Aber feinen Küche. Aber feinen Küche. Ja, auf geht's, Attacke. Burger Buns auch schnell welche geholt. Ein bisschen Eisbergsalat und ja. Jetzt schauen wir uns die Dinger mal an. Viele werden jetzt vielleicht bei mir auch rummeckern. Fertig Dinger, bla bla bla. Ist mir wurscht. Und ja, die probiere ich jetzt einfach im Opti-Grill aus. Und ja, dann geht's schon drüben am Herd mit dem Opti-Grill weiter. Aussehen tut er gut. Manueller Modus. Jetzt muss ich mir erst einmal überlegen, was ich hier. Ich nehme einfach das Burger-Teil-Programm. Wird vorgeheizt. Auf der Verpackung steht Heißluftfritteuse, Pfanne, normale Fritteuse oder auch Backofen. Naja, ich probiere es jetzt halt im Opti-Grill. Wir werden mal schon sehen, ob es funktioniert. So, das Ding sagt Speisen einlegen. Dann wollen wir das mal machen. Alle drei Patties gleichzeitig drauf. Deckel zu und abwarten. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, Bernd, Pech gehabt, was anderes zum Essen habe ich nicht da. Bernd hat hier schon den Salat klein geschnippelt, die drei Buns aufgeschnippelt. Und wollen wir die Buns nachher auch noch antoasten, oder? Ja, machen wir. Ja, die hauen wir nachher dann auch noch kurz in Opti-Grill rein und gut ist. Also sollte das jetzt funktionieren, dann wissen wir Bescheid. Durchgebraten. Ja, schauen wir einfach mal rein und... Ich glaube, die brauchen schon noch ein bisschen. In der Pfanne, für Pfanne, auf der Packung stand, glaube ich, irgendwas von 8 Minuten oder was. Ich schau mal nach. Job, in der Pfanne 8 bis 10 Minuten braten. Backofen ca. 15 Minuten backen. Fritteuse, bla 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 bla. Da wäre es am schnellsten gegangen, Leute. In der Fritteuse 3,5 bis 4 Minuten. Und in der Heißluftfritteuse ca. 8 Minuten. Naja. Jetzt lassen wir es einfach noch ein bisschen drin und dann sehen wir schon. Ich bin jetzt für die Verlängerung einfach schnell auf manueller Modus 200 Grad. Das nächste Mal denke ich, ja, gehe ich auch wieder auf 200 oder 220 Grad. Das werde ich aber separat dann noch ausprobieren. Und ja, was haben wir? Ja, sehen gut aus, sehen immer noch gut aus. Aber wie gesagt, die waren gefroren und da lassen wir es jetzt auf alle Fälle noch ein paar Minuten drin. So, circa 3 Minuten, 4 Minuten war es jetzt drin. Bernd, was sagst du dazu? Schaust du an? Oh ja. Das sieht doch schon fast gut aus. Fast gut? Soll ich noch ein bisschen? Ja, ich würde es noch ein bisschen machen. Machen wir noch ein bisschen. Manueller Mode ist ja noch aktiviert. Machen wir nochmal 2 Minuten. 3 Minuten. Dann wird es mit Sicherheit gut sein. So, dann nehmen wir sie jetzt mal raus. Der Bernd darf im Hintergrund einmal gucken, ob sie durch sind, aber ich denke, die sind durch und ich würde sagen, die funktionieren definitiv im Opti-Grill auch. Guckst du mal?
sind durch. Und ich schmeiß schon mal das erste Brötchen schnell rein. Die lassen wir hier auch kurz im Manuell-Mode drin. Toasten die schnell auf und dann können wir schon zusammenbauen. Ich frag dich bloß, wie lange wir die drin lassen. Und was ihr hier so begeistert vielleicht im Hintergrund hört, ist der Junior von Bernd, der ganz begeistert am Handy zockt. So. Schauen wir mal. Naja, warm sind sie, das muss reichen. Machen wir heute mal die Sicht von der anderen Seite her, während Bernd zusammenbaut. Erst ein bisschen Soße auf dem Boden. Jawohl. Ich habe leider nur das große Messer jetzt hier. Oh. Muss eh gespült werden. Du weißt doch, bei mir wird improvisiert. Da kommt der schön fein geschnittene Salat unten drunter. Ich möchte nichts sagen, aber das Bann war ein bisschen fast zu lang drin. Ziemlich platt, aber zur Not esse ich das, da brauche ich meinen Gosch nicht zu weit aufreißen. So. Und dann auch noch ein bisschen Barbecue-Soße drauf. Das ist der für mich, dann machen wir auch noch ein bisschen Grünzeug drauf oben. Ja, bei mir kannst du nachher auch auf beiden Seiten drauf tun. So. Dann klappen wir den zusammen. Einfach mal hier drauf packen gleich. So. Das ist natürlich jetzt sehr gut, dass es der Bernd selber macht, weil der weiß, was er Junior mag und was nicht. Nicht zu viel. Nicht zu viel und nicht zu wenig. So. Das ist der für die Junior schon. Du drauf? Ich bin jetzt so frei, ich mache hier nämlich direkt noch ein Bild, ja, für Instagram. Das ist ja, du den auch noch drauf? Ah, das geht nicht. Da drauf, da drauf. So. So, jetzt brauche ich aber das Handy wieder. Jetzt muss ich auch noch fotografieren hier. Und danach gibt es ein Probiererle sozusagen. Ja, und jetzt probieren wir mal die Teile und gucken mal, ob der McAllister recht gehabt hat und ob es im Opti-Grill sauber funktioniert hat. Ja. Ich lasse erstmal dich probieren. Gut? Ja, sieht gut aus. Schmeckt, kann man essen. Besser wie gedacht. Mhm. Eindeutig. Mhm. Und funktioniert auch im Opti-Grill. Auf jeden Fall. Sollte man ausprobieren, wenn man einen hat und keinen Grill. Einfaches, schnelles Essen für einen Überraschungsgast. Mehr hat der Kühlschrank und die Gefriere jetzt gerade nicht hergegeben. Egal, wie die dazu gemacht, Spaß gehabt, oder? Ja. Wie immer. Und Leute, ich sag dann mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt gibt es noch eine kleine Erweiterung von dem Video. Ich habe ja noch ein Hähnchenpatty übrig. Den Burger mache ich mir jetzt. Den Burger baue ich mir auch ganz leicht anders zusammen als gestern, sehen wir nachher noch. Und ich habe jetzt hier manueller Mode 220 Grad eingegeben. Da tue ich dann das Patty rein und stelle es auf 8 Minuten und dann schauen wir mal, ob das soweit ausreicht, ob das dann in Ordnung ist, weil dann hätten wir auch eine Zeit dafür. Ich habe 8 Minuten eingegeben.
bei 220 Grad dieses Mal. Legen wir das Patty in die Mitte, drücken OK und jetzt warten wir einfach exakt diese 8 Minuten ab. Eine kurze Kontrolle nach 6 Minuten. Sieht gut aus. Warten wir noch die 2 ab. Dann schauen wir mal. Ja, ich denke nach 8 Minuten sieht das Ding mal richtig gut aus. Jetzt noch ganz kurz das Bann mit rein. Und dann zusammenbauen. So. Aua, aua, aua. Ausschalten. So Leute, und was ist hier jetzt anders? Ganz einfach, ich hau noch eine Mayonnaise unten rein. Eine ordentliche Ladung. Und genau das ist dieses Mal anders. Mal gucken, wie dieses Zusammenspiel schmeckt. Unten Mayonnaise, oben die McAllister Soße. So. Tada, fertig ist mein heutiges Abendessen und probieren. So, und jetzt einmal schön reinbeißen. Passt hervorragend zusammen. Ja. 8 Minuten das Patty bei 220 Grad im Opti-Grill. Einwandfrei. Man kann es auch ein paar Minütchen oder noch 9 Minuten machen, dass es noch ein bisschen krustiger wird. Aber 8 Minuten reichen definitiv schon mal aus. Und ja, wenn jetzt dieses Video gefallen hat, Däumchen nach oben. Nochmal Gruß an Bernd und Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski, jetzt war es aber wirklich endgültig und Schluss aus Feierabend. Wir sehen uns, tschüssi, Tschaikowski, hasta la vista und tschüss.